Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder zwei Secret Locations für euch, die sich unter der Map befinden. Und die erste befindet sich auf der Straße des Eclipse Towers, beziehungsweise von da müssen wir starten. Da nutzen wir nämlich einen kleinen Wall Glitch aus, um zu dem Wegpunkt zu fliegen mit dem Fallschirm unter der Map, den ich euch hier im Hintergrund markiert habe. Denn das Apartment, was wir jetzt betreten wollen, das befindet sich unter der Map. Und dafür kommt am besten mal hier an diese Stelle auf der Straße, wo der Eclipse Tower sich befindet. Nehmt am besten einen Helikopter mit, denn wenn ihr dort auch einen Helikopter habt und es nicht im ersten Versuch schafft, könnt ihr direkt einfach in den Helikopter einsteigen und euch einen neuen Fallschirm holen. Dann parkt ihr ein Auto hier direkt so vor dieser Eingangstür, so wie ich das hier gemacht habe. Dann klettert ihr auf die Motorhaube des Autos und klettert hier genauso wie ich einfach in die Wand rein. Dann, wenn ihr in der Wand drinnen seid, zieht ihr einfach mal direkt euren Fallschirm und fliegt dann zum Wegpunkt, den ich euch vorhin auf der Karte markiert habe. Auf jeden Fall habe ich diese zwei Secret Locations gesehen, als ich im Urlaub war, und das Ganze habe ich dann auch dort schon aufgenommen. Also das Gameplay ist jetzt ungefähr 2 bis 3 Wochen alt und das Ganze habe ich bei Fraps HD gesehen. Sein Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu finden, und wenn ihr jetzt genauso geflogen seid wie ich, werdet ihr auf jeden Fall nach einer Zeit hier unten auf einem Apartment unter der Map landen. Und wenn ihr jetzt dann auch in die Ego-Perspektive wechselt, dann werdet ihr sehen, dass unten im Apartment auf einmal diese ganzen Konturen und so erscheinen, die ganzen Möbel und so sind da drin, denn wenn ihr ja in der normalen Ansicht bleibt, werdet ihr unten keine Möbel und auch sonst nichts sehen. Auf jeden Fall, heute kam ich dann endlich einmal dazu, dieses Video hier rauszuhauen. Wie gesagt, das Gameplay ist jetzt ungefähr 2-3 Wochen alt, stammt aus meinem Urlaub. Und als nächstes werde ich dann in Angriff nehmen, dass ich das versprochene Urlaubsvideo endlich fertig mache. Ich kam immer noch nicht dazu, ich habe es nicht geschafft. Immer wieder kam ein anderes GTA-Video dazwischen, was es Neues gab, was ich euch vorher zeigen wollte. Und die Tage startet dann auch bei mir auf dem Kanal meine neue Serie, die 10 Millionen Dollar Challenge bei den Banküberfällen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Secret Location. Begebt euch mal zu dem Punkt auf der Karte, den ich euch hier im Hintergrund markiert habe. Und von dort aus fliegen wir dann wieder unter der Map zu dem zweiten Punkt auf der Karte, den ich euch hier markiert habe. Auch hier solltet ihr wieder einen Helikopter dabei haben. Falls ihr es nämlich nicht im ersten Versuch schafft, könnt ihr dort einsteigen und euch einen Fallschirm holen. Wichtig ist auch noch, dass ihr ein Atemgerät besitzt und dieses aufzieht, weil wir fliegen gleich erstmal ins Wasser hinein. Und dann würde ich sagen, begebt euch jetzt hier erstmal die Treppen hoch so und dann ganz hinten links runter die Treppen wieder und dann rechts in die Wand hinein, und von dort aus können wir dann mit unserem Fallschirm direkt einmal runterspringen und den Fallschirm werden wir dann auch direkt öffnen. Diese Secret Location werdet ihr auf jeden Fall eher sehen als die andere Secret Location. Die werdet ihr direkt sehen hier, wenn ihr den Fallschirm geöffnet habt und ein kleines Stück schon geflogen seid. Und dann fliegt ihr einfach auf die Brücken hinzu, wie ich das gemacht habe. Allerdings könnt ihr nicht sofort auf den Brücken landen, denn wenn ihr jetzt bei den Brücken ankommt, so, dann werdet ihr schon merken, dass ihr auf einmal irgendwie unsichtbar in so einem Wasser rumschwimmt. Und dafür ist auf jeden Fall jetzt das Atemgerät gedacht, dass ihr an der Stelle nicht sterben könnt. Und da versucht ihr jetzt dann einfach mal so ein Stück hoch zu schwimmen, einfach so auf die Brücke drauf zu schwimmen, und nach einiger Zeit werdet ihr dann auf der Brücke landen. Das ist wirklich ein bisschen tricky und ein bisschen schwierig, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nicht nach unten schwimmt, denn wenn ihr nach unten schwimmt, dann kann es passieren, dass ihr einfach rausfällt und wieder oben auf der Map spawnt. Und wenn ihr dann halt wirklich so schön auf der Brücke schwimmt, dann werdet ihr selbst merken, so nach einiger Zeit werdet ihr auf einmal auf der Brücke spawnen. Ihr könnt da stehen, ihr könnt da rumschießen, ihr könnt da mit euren Kollegen abhängen oder einfach eure Freunde beeindrucken, indem ihr einfach denen mal diese Brücken unter der Map zeigt. So, ich würde sagen, ich bin an dieser Stelle jetzt einfach mal raus. Wenn noch irgendwelche Fragen zu diesen Secret Locations sind oder wenn ihr da Probleme habt, so, dann haut's einfach unten in die Kommentare. Das Ganze wird auf jeden Fall auf allen Konsolen und auf dem PC funktionieren. Nicht, dass wieder jemand sagt, ey, der schreibt wieder für alle Konsolen in den Titel, aber das geht gar nicht auf Old Gen. Doch, das geht dort, haben wir getestet. Das klappt dort, also keine Sorge. Und dann würde ich sagen, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wirklich nicht weiterkommt hier, und dann versuche ich euch so gut es geht zu helfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mich würde es jetzt freuen, wenn ihr noch hingehen könntet und für diese zwei Secret Locations den Like-Button einfach mal so richtig vergewaltigen würdet. Und dann macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao!